Hi, hallo und herzlich willkommen heute zum Toolboy DIY Reparatur oder Pimp My Adventskalender von Vera 2022 Spezial. Ja, ich habe, man könnte auch sagen, ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich habe euch ja den Adventskalender empfohlen. Ich habe den ja natürlich gespoilert und vorher ausgepackt. Und da ist mir aufgefallen, schon beim Auspacken, dass die Qualität dieses Werkzeugs nicht ganz der Qualität entspricht, die Vera normalerweise an den Tag legt, weil da die Bits rausfallen. Und das habt ihr gesehen und da habt ihr mir einen Tipp gegeben. Na, okay, der hebt gerade noch. Und zwar den Blue Fix. Ne? Der kommt nämlich aus der Höhle der Löwen. Und das ist ein ganz tolles Gerät, weil da kann man hier vorne schön, schon hingeklebt, erstens die Klebekartusche auswechseln. Und zweitens, hier vorne ist der Klebstoff drin. Der ist UV-härtend und da ist da hinten so eine kleine LED. Da ist ein Sicherungsring und wenn man den wegmacht, dann kann man hier UV aktivieren, den Klebstoff. Und ich habe jetzt extra einen geholt, der soll für Plastik und Holz geeignet sein, also nicht für Metall. Und ich verspreche mir jetzt, ich setze jetzt hier einen kleinen Klebepunkt rein, drückt den Bit drauf, leucht mit dem UV-LED da rein, dann härtet der Kunststoff aus, bleibt zurück am Kunststoff und am Metall bleibt nichts und ab diesem Zeitpunkt halten dann die Bits. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und dann habt ihr vielleicht, wenn ihr den Weihnachtskalender habt, über die Feiertage ein bisschen Beschäftigung. Und los kann's gehen. Das hier ist natürlich wieder ein Single-Take, deswegen lassen wir das Gekatze jetzt auch drin. Und alles, was sonst noch kommt. Also hier einmal aufbringen. Lieber mal zu. Drücken wir den Bit hier rein. Riecht wie beim Zahnarzt. So. Vielleicht bleibt der auch immer da drin. Und jetzt müssen wir hier drauf drücken, um den zu aktivieren. Ein paar Sekunden. Hier in den Spalt reinleuchten. Und hier auch. Und dann mal die anderen drei und dann schauen wir mal, ob das funktioniert oder ob ich dann einen Permanentbildhalter generiert habe. Ja, hier auf der Seite kann ich gleich zwei machen. Aha, da fällt mir auf, da rutscht immer die Klebepatrone raus, wenn ich den Kopf abziehe. Aber das Gute ist, das ist so ein Gummi und es sind 4,6 mm oder 5 Gramm Klebstoff drin. Und da bin ich auch sehr dankbar um den Tipp und sowieso für meine tolle Community. Okay, jetzt mal auch wieder hier aktivieren, das Metall reflektiert ja auch und hier, und das ist definitiv ein Mittwochsvideo, jetzt kommen dann noch ein paar Adventskalender, Türchen für euch und noch ein Last-Minute-Geschenke, Weihnachtsgeschenke, dann schauen wir mal, bloß gelesen habe ich nicht, weil das war in einer komischen Verpackung, ich glaube das war türkisch, das beherrsche ich noch nicht. Ich halte es mal rein, vielleicht weiß einer von euch, das kann man von denen der Tipp genau war. Was steht da? Aserült Reseket Tölsen Fell A Gelee. Okay, also ich denke so, ich habe jetzt versucht nur die Zeit rauszufinden, die man das beleuchten muss. Ein paar Sekündchen. Und soll angeblich gehen von minus 40 bis plus 140 Grad. Junge, Junge, könnt ihr mal gucken. Where is it? Vielleicht finde ich auch das Video zu Bluefix von der Höhle der Löwen. Dann mache ich das unter das Video. Okay, nur zur Sicherheit drücke ich noch einmal hier den Aktivator drauf. Das geht ja wirklich beim Zahnarzt auch so ähnlich. Ihr seht, jetzt halten sie. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir den rausnehmen. Der ist noch nicht durchgetrocknet. Wahrscheinlich kommt da hinten kein Licht hin. Ich hantiere jetzt nochmal, bis das fertig ist und dann melde ich mich nochmal. Bis gleich. So, nicht erschrecken, hat sich ein bisschen was in der Szene verändert. Ich habe mir nämlich Verstärkung geholt und habe meine beiden UV-Lampen, die ich habe. Die eine ist von VIHA und hier, ja, die gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr von dem Hersteller, Lethion, aber
Ich habe den Link unter Es leuchtet, meine ich, dabei und auch bei den smarten Werkzeugen, weil man die hier auch so schön fokussieren kann. Und mir ist aufgefallen, die von Viha, die brennt sogar noch ein wenig mehr. Beide Batterien waren hier voll aufgeladen. Okay, wieso habe ich die genommen? Na, dass schneller geht. Und weil das ein bisschen umständlich war, hier drauf zu drücken, muss man irgendwo im Klebstoff unterwegs sein. Jetzt gucken wir mal. Also wie gesagt, es riecht so, wie wenn der Zahnarzt so eine Kunststoffplombe setzt. Das habe ich schon gesehen. Also halten tun sie schon mal. Mission completed. Und jetzt gucken wir mal. Ich glaube, der 1er war das hier. Ah ja, der klebt natürlich jetzt ziemlich fest. Und ich hoffe, wenn ich den jetzt rausreiße, bleibt der Kunststoff drin. Und die der Bit geht raus. Ja, sogar immer noch ein bisschen feucht. Aber das Prinzip könnte funktionieren. Ich habe schon befürchtet, es wird ein Mission Fail. Lassen wir den hier mal nochmal raus. Ja, okay, vielleicht nochmal aktivieren kurz. Also scheint zu funktionieren, der Tipp. Wenn eure Bits wackeln, wäre das eine Möglichkeit, die wieder in Stand zu setzen. Ist ja auch übrigens tolles Weihnachtsgeschenk, diese tolle Gürteltasche von Kniepex. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, danke für den Tipp. Und nichts riskieren, abonnieren. Bis dann.